Hallo, schön, dass du das Video angeklickt hast. Willkommen zum Orakelspiel. Ich erkläre kurz, worum es geht und dann geht's auch direkt los. Ich lasse hier bei FIFA zwei legendäre KIs gegeneinander spielen oder bei PES auf dem Schwierigkeits-Superstar im Co-Trainer-Modus. Sprich, ich spiele niemals selber. Das Ganze wird von der CPU bestimmt und natürlich kann ich dann auch für den Ausgang des Spiels nichts. Also, wenn deine Mannschaft verliert, ich kann nichts dafür, ich hab's nur kommentiert. Leute, ich möchte euch bitten, nicht auf diese Ergebnisse irgendwelche Wetten abzuschließen. Es ist rein für die Unterhaltung. Es ist als Unterhaltungsvideo gedacht, um euch eine Vorfreude auf die EM zu machen. Bitte wettet nicht auf diese Ergebnisse. Es soll einfach nur Spaß machen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Orakelspiel. Hau rein! EM 2024, mehr Weltklasse geht nicht, mehr Spannung geht nicht. Hallo liebe Fußballfans, ich möchte Sie recht herzlich hier im Volksparkstadion begrüßen, wo dieses Spiel heute ausgetragen wird. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann werden Sie wie gewohnt durch dieses Spiel begleiten. Heute haben wir das erste Gruppenspiel der EM 2024 für Sie im Angebot. Deutschland gegen Schottland. Aus meiner Sicht ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Beide können sich kaum einen Punktverlust leisten, müssen auf Sieg gehen und das werden sie auch machen. Das wird spannend. Ball ist bei der deutschen Mannschaft. Das ist die Aufstellung der deutschen Mannschaft. Im Tor ist Manuel Neuer. Jonathan Tah spielt neben Antonio Rüdiger in der Verteidigung. Und Kai Havertz ist heute erstmal der einzige echte Stürmer. Das ist die heutige Aufstellung von Schottland. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Wer wird heute der wichtigste Spieler sein? Viele vermuten, dass vor allem Florian Wirtz diese Rolle spielen könnte. Er hat eine unglaubliche Spielintelligenz, eine tolle Übersicht. Wenn Sie ihn ausschalten können, dann haben Sie eine Chance. Anspiel kommt nach hinten. Havertz. Wirtz! Da ist der Treffer, Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen, so kann es weitergehen. Hier kommt die Wiederholung. Ja, lässt sich überhaupt nicht irritieren. Kommt zum Abschluss, klasse Tor. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Callum McGregor. Neuer. Havertz. Havertz verliert da den Ball. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Da ist die Flanke. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp.
Mittelstädt. Wirtz. Toni Groß jetzt. Schöne Kurzpässe hier. Sie haben es im Moment wirklich nicht eilig. Kein Wunder bei dem Spielstand. Kai Havertz. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Toni Kroos. Wirtz. Das ist natürlich perfekt getimt. Callum McGregor. Außen werden die Räume jetzt da für ihn. Könnte der Ausgleich sein. Da passt er auf, Ball geklärt. Robert Andrich. Kimmich jetzt. Rüdiger. Sie schirmen den Ball ab. Musiala. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Rüdiger. Musiala ist das. Immer wieder diese schnellen Pässe. Sie arbeiten sich so langsam in Richtung Torchance vor. Kimmich. Musiala mit dem Ball. Toni Kroos am Ball. Nun Gündogan. Robert Andrich. Wirtz. Gündogan mit dem Ball. Wichtige Aktion. Hickey. Schöner Pass da. Schönes Zuspiel. Macht er ihn. Super geblockt. Robert Andrich. Wirtz. Gündogan hat den Ball. Havertz. Gündogan mit dem Ball. Erstmal geblockt. Gündogan. Nicht drin, gehalten. Der Pass auf Tah. Pausenpfiff, jetzt geht es erstmal in die Kabinen und dann legen wir hier gleich wieder los. Das war vor der Pause ein guter Auftritt von Florian Wirtz, oder Buschi? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. So, weiter geht's. Wir gehen rein in Durchgang 2. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball.
Musiala. Kimmich jetzt. Toni Kroos jetzt. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Gewinnt dieses Duell. Toni Kroos. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Kroos. Gute Parade. Aaron Hickey. Tierney. Robertson. Tja, ich glaube, das könnte gelb geben. Für das Foul gibt es die gelbe Karte gegen Deutschland. Und jetzt muss er hier natürlich ein bisschen vom Gas runter, sonst war es das. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Gefahr ist da, kommt raus, ganz energisch. Gefahr bereinigt. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. McKinn. Callum McGregor. Porteous. Unwiderstehliches Dribbling. Da wollen sie unbedingt im Ballbesitz bleiben. Und er hat den Ball. Christie. Robertson ist da. Balleroberung. Ball bei Jamal Musiala. Gündogan mit dem Ball. Das macht er gut. Oh, wie hat er den denn noch gehalten? Riesenszene, das war eine richtig gute Möglichkeit. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Groß mit der Hereingabe. Sie haben geklärt. İlkay Gündoğan. Super dazwischen gegangen. Da haben sie den Ball wieder. Aaron Hickey. McTominay. John McGinn. Könnte der Ausgleich werden. Da gehen sie entschlossen dazwischen. Da müssen sie aufpassen jetzt. Rüdiger. Da ist Kimmich. Das ist Rüdiger. Kimmich. Schöne Kurzpässe hier. Sie haben es im Moment wirklich nicht eilig. Kein Wunder bei dem Spielstand. Nun Kroos. Musiala. Ja, da ist Platz jetzt. Havertz. Der Ballgewinn. Und Grund ist dieses frühe Stören. Wird's mit der Chance. Er macht das Tor und damit hat er heute einen Doppelpack.
Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Wirtz. Unaufhaltsam. İlkay Gündoğan. Die Fans wollen den Schuss. Ball erstmal weg. Gute Aktion. Hilki. Mit einer deutlichen Führung geht die deutsche Mannschaft hier dem Schlusspfiff entgegen. Sie sind überlegen, 2 Tore Führung. Sie machen das immer wieder clever, sind sehr stark. Ich glaube, die holen sich den Sieg. Jack Hendry. Robertson ist da. Robertson. Ball kommt rein. Schön geklärt von Rüdiger. Zieht einfach mal ab. Da sind sie wieder. Tor. Sie kommen wieder mitten rein in dieses Spiel. Nur noch eins. Jetzt bin ich gespannt. Nochmal, dieses späte Tor, die Nachspielzeit läuft. Ja, ja, wenn sie das Ding früher gemacht hätten. Jetzt steht es hier 2:1, eine enge Kiste. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. David Raum. Toni Kroos am Ball. Tah. Jetzt steht der Sieg der deutschen Mannschaft fest. Schlusspfiff, das war's für heute. Knapper Sieg also am Ende. Knapper geht's nicht. Spricht schon für die Nervenstärke der Mannschaft. Florian Wirtz hat hier ein überragendes Spiel abgeliefert, Buschi. Wie hast du ihn gesehen? Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer.